Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. In diesem Video zeige ich euch eine frühe Partie des 11. Schachweltmeisters Robert James Bobby Fischer aus dem Jahr 1959. Sein Gegner ist Ludek Pachmann. Fischer war gerade mal 16 Jahre alt. Es ist ein Turnier in Chile und er spielt mit Schwarz. Pachmann, ein tschechisch-deutscher Großmeister, gehörte zur erweiterten Weltspitze und hat sich im Laufe seiner Karriere einen Namen gemacht durch seine vielen Bücher, die er geschrieben hat. Gehen wir in die Partie rein. Pachmann, wie gesagt, mit Weiß beginnt die Partie mit Springer F3. Springer F3 ist aus meiner Sicht so ein Profizug, den würde ich Anfängern eher nicht empfehlen, weil es gibt hier unzählige Übergänge in verschiedene Eröffnungen. Es ist ein sehr flexibler Zug. Springer F6, C4, E6, D4, D5. Letztendlich entsteht ein Damengambit über Zugumstellung. Die Hauptzüge hier sind G3, katalanisch. Ich habe hier schon sehr viele Partien mit katalanisch gezeigt auf dem Kanal. Und das Damengambit, das klassische Damengambit hier mit Springer C3. Pachmann spielt aber hier E3. Das ist ein Zug, wo ich immer meinen Anfängern oder meinen Schülern sage, ja, ein bisschen fragwürdig, weil es den Läufer auf C1 einsperrt. Tatsächlich gefällt dem Computer so ein Zug auch nicht. Wir sehen auch, der Läufer auf C1 ist jetzt hinter seiner Bauernkette und Pachmann wird ihn später versuchen, über D2 ins Spiel zu bringen. E3. Fischer reagiert aber hier etwas seltsam. Anstatt jetzt hier einen so normalen Zug zu machen wie Läufer E7, um die Rochade vorzubereiten oder was auch noch okay ist, denke ich mal, ist B6 mit der Idee, den anderen Läufer zu fianchettieren. Spielt er hier Springer C6. So, einige von euch werden jetzt fragen, wieso? Das ist doch goldene Regel Nummer 2, Figur entwickeln. Das stimmt. Aber das ist hier so eine kleine Ausnahme. Man sollte den Springer hier nicht vor dem C-Bauern stellen. In Damen-Gambit-Strukturen möchte Schwarz eigentlich den C-Bauern nach vorne stoßen und den D4 attackieren, wie ich es hier eingezeichnet habe mit den Pfeilen. Und der Springer auf C6 blockiert diesen Bauern. Gut, aber natürlich ist es kein Fehler im Sinne von Materialverlust. Ist einfach etwas ungewöhnlich gespielt. Gut, Springer C3, Läufer B4, beide Seiten entwickeln Figuren. Läufer D2, kurze Rochade. Schwarz bringt den König in Sicherheit. A3, greift den Läufer an. Also Schwarz möchte keine Zeit verlieren und nimmt auf C3. Nimmt, Weiß hat jetzt das Läuferpaar. Könnte auf lange Sicht ein Vorteil sein. Springer E4. Das ist so ein bisschen die Idee von Schwarz, mit einem starken Springer hier auf E4 im Zentrum aufzutauchen, attackiert den Läufer und ist so, wie wir es später sehen werden, die Speerspitze des schwarzen Angriffs. Dame C2 deckt den Läufer, um eine Verschlechterung der Bauernstruktur eventuell zu vermeiden. A5 verhindert den Vorstoß von Weiß nach B4 und denkt auch über den weiteren Vorstoß nach A4 nach, um das Feld B3 zu kontrollieren. Gut, Weiß spielt hier B3 und verhindert, dass Schwarz den Bauern weiter vorschiebt. B6, Läufer B2, schützt den Läufer, Läufer A6. Der Läufer hätte eh zurückgemusst, weil der Läufer attackiert jetzt hier diesen Bauern und der Läufer auf C3 ging deswegen auch zurück nach C3. So, jetzt hat Schwarz alle drei Leichtfiguren entwickelt, allerdings stehen diese beiden Leichtfiguren etwas, na, manchmal gelb. Insbesondere der Springer auf C6 steht seltsam. Ne? Der Läufer ist okay, der Springer hier ist sehr gut, aber der Springer auf C6 steht natürlich komisch, weil er ist ungedeckt. Und es gibt immer wieder Taktiken auf der C-Linie in der Zukunft. Weiß entwickelt den Läufer jetzt, endlich bereitet er die kurze Rochade vor. Läufer D3, F5, zementiert den Springer im Zentrum. Turm C1 guckt auf der C-Linie Richtung Springer C6. So, der Turm wird einfach verbessert, die Stellung des Turmes wird verbessert. Und jetzt lauert Weiß im Prinzip nur darauf, hier auf D5 zu nehmen und dann eventuell auf diesen Springer zu attackieren auf der C-Linie. Ist allerdings einfacher gesagt als getan, so, weil auch hier, wenn der C-Bauer auf D5 nimmt, Schwarz natürlich auch auf D3 schlagen kann erstmal. Fischer spielt ja erstmal Turm C8, sieht erstmal ein bisschen seltsam aus.
Jetzt könnte man sich fragen, was passiert auf CD5? Dann folgt erstmal der Zwischenzug. Läufer schlägt die 3 mit Angriff auf die Dame. Die Dame schlägt jetzt den Läufer, der muss weg. Und Dame schlägt D5. Und Schwarz hat seinen Springer auf C6 gedeckt. Hier ist es wichtig zu erkennen, dass der Turm auf C8 auch den Bauern C7 deckt, weil damit der Springer von C6 auch wegziehen kann. Pachmann spielte allerdings kurze Rochade. So, jetzt hat er auch seine Entwicklung nach 14 Zügen vervollständigt. Der König ist in Sicherheit. Und jetzt startet Fischer einen fulminanten Angriff am Königsflügel, Turm F6. Das ist eine typische Angriffsidee, den Turm über die sechste Reihe zum Königsflügel zu führen und dann mit der Dame, na, der Pfeil ist mir misslungen, so anzugreifen oder eventuell über G5, falls der Springer hier nicht mehr steht. Ein ganz typisches Angriffsmotiv, das man auch zum Beispiel von der holländischen Verteidigung kennt. Gut, Weiß reagiert mit Turm FD1. Zentralisiert seinen zweiten Turm, hat alle Figuren jetzt mehr oder weniger zentralisiert. Schwarz setzt seinen Plan fort, Turm A6. Weiß geht mit dem Läufer zurück, prophylaktisch, einfach nach F1 zurück. Und jetzt folgt weiter ein Sturm auf die weiße Stellung mit G5. Ja, das ist alles programmatisch gespielt. Man muss sagen, Fischer hier mit seinen 16 Jahren kennt bestimmte Klassiker, wo diese Motive schon angewandt wurden. Und es zeigt sich hier schon, er hat überhaupt keine Angst. Er nimmt strategische Schwächen in Kauf, wie zum Beispiel diesen Springer hier, diesen rückständigen Bauern hier auf E6, schwaches Feld auf E5, aber er verfügt über Angriffsmöglichkeiten am Königsflügel. Setzt alles auf eine Karte. C mal D5. Ja, ein wichtiger Moment. Weiß. Nun ja, er musste irgendwann auf D5 nehmen, weil er hat keine anderen Züge hier, um die C-Linie zu öffnen und Druck auf der C-Linie zu machen. So, und Fischer hier geht volles Risiko. Und das zeigt auch seinen Mut und seinen unbedingten Siegeswillen, der ihn später auch zum Weltmeister gemacht hat. Das zeichnet ihn schon mit 16 Jahren aus. Er opfert jetzt hier mit G4 eine Figur. Ja? Der Läufer auf A6 ist angegriffen, der Springer auf C6 ist angegriffen. Und was macht Fischer? Er greift mit G4 einfach mal den Springer an hier auf F3. Besser wäre allerdings gewesen laut Computer, dass der Tausch auf F1, König F1 und jetzt einfach hier nehmen, auf D5. Fischer hier, Schwarz opfert hier keine Figur. Der Turm auf H6 übrigens erfüllt eine sehr gute Aufgabe. Er deckt den Springer auf C6 auch. Das heißt, er verteidigt und greift gleichzeitig an. Und im nächsten Zug kann Fischer dann Schwarz G4 spielen. Fischer kann es nicht mehr tun, leider. Der ist schon gestorben. Und die Partie ist auch schon gespielt worden. G4 ist möglich. Das wäre okay gewesen, objektiv. Stattdessen spielte Fischer hier G4. Super aggressiv. Opfert hier erstmal die Figur. Weiß nimmt den Läufer auf A6, greift den Turm auf C8 an. Vergessen wir nicht, dieser Springer ist auch angegriffen. Aber Schwarz schlägt sich erstmal am Königsflügel durch. Öffnet dort, beziehungsweise er entfernt den wichtigsten Verteidiger von Weiß, nämlich diesen Springer. Plus eröffnet diese Felder, diese Möglichkeiten hier für die schwarze Dame, dass die hierhin oder dahin kann. Das war ja in die Felder, die der Springer hier kontrolliert hat vorher. So, es geht weiter hier mit G schlägt F3. Greift den Springer an. Manche fragen sich von euch vielleicht, was passiert denn, wenn Weiß einfach den Turm nimmt da oben auf C8? Dann schlägt der schwarze Angriff durch und zwar folgendermaßen. Turm schlägt H2. Schönes Turmopfer. Gut, Weiß kann erstmal hier auf E6 zwischennehmen mit Schach. Der König geht zur Seite und jetzt. Das Problem ist, hier droht Turm schlägt H2, Turm schlägt F2 mit Durchfressen auf der zweiten Reihe. Es droht auch Dame H4. Der Pfeil ist mir jetzt nicht gelungen hier, Dame H4. Weiß nimmt hier raus, Dame H4 Schach, König geht zurück und jetzt Dame G4. Und gegen das Matt, das drohende Matt, kann Weiß nichts mehr ausrichten. G3 ist der einzige Zug und da kommt Dame H3 und auf G2 wird Weiß matt gesetzt. Das heißt, Pachmann spielte korrekterweise hier G mal F3, entfernt diesen sehr gefährlichen Freibauern vor seiner Haustür und greift den Springer auf E4 an. Es folgte Dame G5 Schach. Ergibt Sinn. Hier haben allerdings beide Spieler etwas übersehen. Fischer in seiner Vorausberechnung, als er
Die Figur opferte auf A6 und Pachmann auch jetzt an dieser Stelle hier. Denn er hatte wahrscheinlich Zeit, um König A1 zu finden. König A1 ist hier ein relativ einfacher Gewinnzug. Dame H5 ist dann der gefährliche Zug, droht matt auf H2 und den Bauern auf F3 zu schlagen. Hier ist aber Turm G1 Schach, Zwischenzug. König A8, Turm G2, deckt das Matt auf A2, verdoppelt gleich die Türme auf der G-Linie und der Computer sagt hier, nach diesem Zug, dass Weiß komplett auf Gewinn steht. Stattdessen spielte Pachmann König auf 1. Verständlich, er rennt weg ins Zentrum und hofft dort sicher zu stehen. Turm schlägt H2 natürlich, greift den F2 an. Weiß nimmt jetzt noch einen Springer hier. Wir sehen, wir zählen einfach mal nach. Schwarz hat inzwischen, wie viel hat er denn weniger? Eine Figur. So viel hat er gar nicht weniger. Eine Figur. 357, 356 plus ein Bauern. Also 4 Pünktchen. Schon eine Menge. Aber gut, hier geht es um den kompletten Angriff. Ne? Schwarz hier spielt den besten Zug. Turm F8. Bringt den Turm ins Spiel und jetzt greifen alle Schwerfiguren an. Der Springer auf C6 hier, der interessierte Fischer überhaupt nicht mehr. Hier wäre der beste Zug gewesen. Hier ist es aber schon nicht mehr leicht, alles zu erkennen und zu berechnen. Es ist offensichtlich, dass Schwarz hier droht, auf E4 zu nehmen und dann auf F2 zu attackieren. Ne? Hatte ich ja mit Gelb schon markiert. Und deswegen spielte Pachmann hier verständlich E5. Möchte die Linie geschlossen halten. Oder die Öffnung vermeiden. Hier wäre besser gewesen, Turm D2. Und einfach das Schlagen auf E4 zuzulassen. Es droht jetzt Dame G2 Schach. Und hier kommt Dame schlägt E4. Verhindert Dame G2, ED5. Aber hier haben offensichtlich beide die folgende Abwicklung übersehen. Wenn Weiß diese Abwicklung nicht hätte, dann würde er wirklich schlecht stehen. Aber hier kann Weiß gewinnen mit Dame schlägt D5. Schach, Doppelangriff, Schwarz muss nehmen und die Pointe, Läufer C4. Und Schwarz verliert die Dame, beziehungsweise muss die Dame geben. Und dann hat Schwarz einfach weniger Material, ne? Gar nicht so viel See fällt mir gerade auf. Eigentlich nur ein Bauern, wenn er die Dame gegen den Läufer gibt. Aber Weiß hat natürlich hier so ein massives Zentrum. Ein Bauern mehr. Und wenn er der D-Bauer vorzieht, dann hängt da hinten der C7 auch noch. Gut, Pachmann. Ich vermute mal, beide Spieler kamen jetzt auch so langsam in Zeitnot. Komplizierte Stellung, muss man viel rechnen. Und wir werden auch sehen in der Folge, dass beide nicht immer die besten Züge fanden. E5. Die Partie ist auch von 1959, wie gesagt, und damals fanden die Partien natürlich ohne Zeitgutschrift statt. Das heißt, man hatte eine bestimmte Bedenkzeit für die ersten 40 Züge. Zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, Schach zu spielen, sehr spät, wann war das? In den 80ern, 90ern, haben wir mal so 200 Stunden für 40 Züge gehabt. Ich weiß nicht, wie das 1959 war, aber ähnliche Bedenkzeit vermute ich mal, so 200 Stunden für 40 Züge. Also wir sind hier bei Zug 22, die müssen noch 18 Züge machen. Und sehr komplexe Stellung, Zeit rennt runter und es gibt keine Gutschrift. Ne? Das heißt, es könnte bei jemandem die Zeit fallen einfach vor dem 40. Zug. Gut, E5. Fischer spielt F4 und möchte die F-Linie öffnen. Sehr, sehr logisch, um dem Turm hier die Sicht zum weißen König freizugeben. Es geht weiter mit E4. Weiß möchte die E-Linie geschlossen halten, beziehungsweise die Stellung geschlossen halten. Besser wäre gewesen hier König E2, sagt der Computer, aber das ist sehr, sehr schwierig zu berechnen alles. Hier geht es weiter mit Turm schlägt F2, König schlägt F2, FE3, König E2, Turm F2. Genießt einfach die Variante. Ich werde jetzt nicht jeden Zug erklären, das ist verrückt. Springer B4 Schach, einziger Zug für Schwarz. Die Pointe sehen wir gleich. AB4, Schach, dahin. Schach, Schach. Und jetzt sieht man, warum Schwarz den Springer opfern musste auf B4. Wegen diesem Zug. A mal B4. Der König ist angegriffen, muss weg. Dame schlägt C2. Und das ist hier ungefähr ausgeglichen. Die Dame plus einigen Bauern gegen Turm und zwei Läufer plus einige Bauern. Ziemlich chaotische Stellung. Gut, gehen wir zurück zu 22. F4. Weiß reagierte hier mit E4. Das ist tatsächlich ein Fehler, objektiv betrachtet. Allerdings sieht er auch wirklich schön aus, ne? Mit den vier Bauern im Zentrum. Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Stellung gesehen habe mit vier weißen Bauern im Zentrum oder mit vier schwarzen. Vier schwarzen bestimmt. Da gibt es einen Klassiker. Den muss ich eigentlich mal zeigen auf der Seite. Ich glaube, La Bourdonnais McDonald, wenn ich mich nicht täusche. Ich
gucke nachher nochmal nach. Direkt nach dem Video gucke ich nach. Aber vier weiße Bauer so auf diesen zentralen Feldern ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ne? Was für eine Masse. Aber, was so eine Stellung überhaupt, ne? Völlig verrückte Stellung. Schwarz spielt jetzt hier F3 und hier steht Schwarz jetzt objektiv auf Gewinn. Der Bauer auf F3 ist wie so ein Sargnagel, lässt den weißen König nicht rauslaufen. Es droht Turm H1 Schachmatt. So, der König muss weglaufen. König E1. Und jetzt kommt der entscheidende Moment in der Partie. Also der letzte entscheidende Moment, weil es waren schon einige Fehler. Wer kann es verdenken, dass Fischer jetzt hier Dame G1 Schach spielte? Ich nicht. Ist aber ein Fehler. Ein entscheidender Fehler. Die Dame stand ziemlich gut auf G5, weil sie dem König dieses Feld versperrt. Und der König kommt nicht raus. Der ist gefangen hier auf E1. Es droht latent Turm H1 Schach hier. Und es wäre deutlich besser gewesen, einfach ruhig zu bleiben, einen ruhigen Zug zu machen, wie E-mal D5. Einfach diesen Bauern nehmen. Völlig verrückt. Weil der König kommt sowieso nicht raus. Zum Beispiel Läufer F1, um die Grundreihe abzudecken. Dame G1. Hier droht ganz stark Dame schlecht F1, König schlecht F1, Turm A1, Schachmatt. König D2 rennt weg, dann ist, gewinnt aber Turm schlecht F2 Schach, König C3, Turm schlecht C2, die Dame. Also E-mal D5 und der Computer gibt an, dass Schwarz hier auf Gewinn steht. Es gibt natürlich noch mehrere Varianten hier. Eine Variante ist noch Dame schlicht C6. Aber hier gewinnt Dame G1 jetzt doch, weil jetzt ist die Dame weg. In dieser Variante. Hier zum Beispiel, wenn die Dame auf C2 stehen würde noch, würde Dame E2 Schach nicht möglich sein. Und hier gewinnt Weiß einfach, indem er den Läufer abgrast und dann einfach den F-Bauern vorzieht. Auf der dritten Reihe droht ein Turmschach, ein tödliches. Es wäre sogar matt. Also hier steht Schwarz auf Gewinn. Stattdessen kam Dame G1 im 24. Zug. Und jetzt läuft der König weg. König D2. Dame schlicht F2. So, bevor ihr fragt in den Kommentaren, was passiert nach Turm schlicht F2 Schach? Problem ist, König D3. Und hier hängt die schwarze Dame halt auf G1. Wenn ich die wegziehe, dann kommt Turm D2 dazwischen. Ne? Da Weiß Material mehr hat, möchte ich natürlich nicht die Damen tauschen. Mit Schwarz. Gut, nach König D2 ging es weiter mit Dame schlicht F2. Aber hier rennt der weiße König einfach weg zum Damenflügel und ist dort relativ safe. Was heißt relativ? Er ist safe. König C3, Dame G3, Dame D3. Und hier geht eigentlich nichts mehr. Weiß hat einen Läufer mehr, eine Figur mehr. Plus sonst nichts. Einfach nur einen Läufer mehr. Die Bauern stehen so komisch, dass ich zweimal zählen muss. E mal D5, Turm G1. So, Pachmann macht das jetzt genau das Richtige, was auch Big Greek macht. Einfach tauschen. Alles tauschen, wenn man Material mehr hat. Bietet alle Schwerfiguren zum Tausch an. Klar. So, hier hat Fischer wahrscheinlich nochmal Hoffnung geschöpft nach F mal E, D mal E4. Welche Variante war denn das jetzt hier? Nochmal für alle. E mal D5 nach Dame D3, Turm G1, Turm G2, Turm schlicht G2, Dame schlicht G2, Dame F1, D mal E4, Dame schlicht G2, F mal G2. So, er tauscht alles ab. Weiß steht jetzt auf Gewinn hier. Den Rest schauen wir uns ganz schnell an, weil hier passiert ja nichts mehr. Turm G1 greift den Bauern an, Turm F2. So, was heißt das? Er steht auf Gewinn. Er hat eine Figur mehr. Eine Figur mehr auf diesem Niveau ist gleichbedeutend mit auf Gewinn stehen. Warum Fischer jetzt hier noch weitergespielt hat, liegt sehr wahrscheinlich daran, dass ich, wie ich schon erwähnte, sie mit 2,5 Stunden für 40 Züge gespielt haben. Und häufig war es so, dass man einfach bis zu den 40 Zügen durchgespielt hat, die horrende Zeitnot einfach noch mitnehmen und gucken, ob der Gegner vielleicht noch einen Fehler macht. Das kann immer passieren. Läufer C4 Schach, König zieht weg. Läufer D5, ja, jetzt holt er sich noch mehr Material ab. Turm F3 Schach, König läuft nach vorne. B5 Schach, das ist Verzweiflung. König läuft weg, Springer E7, Läufer, nee, Turm schlicht G2, Springer D5, König D5, gut. Der Rest ist Agonie, wie man mal sagt. König E4, so hier hat Weiß einfach Läufer mehr für den Bauern, aber zwei extrem starke Bauern im Zentrum. B4, nehmen, nehmen, so jetzt waren die 40 Züge geschafft, einmal B4, einmal B4. Und hier gab Fischer jetzt auf, weil er natürlich gesehen hatte, gut, 40 Züge sind geschafft. Man bekommt dann noch Zeit dazu und die Stellung ist halt komplett verloren. Es gibt keinen Grund mehr weiterzuspielen. Ja, ich finde eine aufregende Partie, die zeigt, aus welchem Holz Bobby Fischer geschnitzt war. Schon mit 16 hat er gegen einen Großmeister einfach mega auf Gewinn gespielt. So einem völlig egal, wer da saß. Hat einfach alles nach vorne geschmissen und er hat tatsächlich sogar zwischendurch
eine Gewinnstellung gehabt, nachdem er strategisch zuerst eher fragwürdig stand, insbesondere aus der Eröffnung heraus, hat er es geschafft, am Ende seinen Gegner so zu beeindrucken, dass dieser Fehler machte. Es ist auch nicht einfach, so einen Angriff zu verteidigen. Verteidigen ist deutlich schwieriger als angreifen, das weiß man. Man muss sehr genau spielen, man muss viel rechnen. Und hier letztendlich hatte Bachmann dann doch die Oberhand gewonnen. Ja, in dem Jahr 1959 hat Bachmann zwei Partien gegen Fischer gewonnen. Das waren aber auch seine letzten Siege, denn danach glich Fischer das Score aus, indem er auch zwei Turnierpartien gewann in den Folgejahren. Gut, ich hoffe, euch hat die Partie dadurch gefallen. Mir auf jeden Fall. Sie war eine Empfehlung eines Users, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, unter den Kommentaren. Ihr seht also, ich reagiere auf Kommentare. Ich spiele die Partien nachläufig. Und wenn sie mir gefallen und ich meine, dass sie dann hier veröffentlichungswürdig sind, dann zeige ich sie auch gerne. Manchmal auch nicht, weil ich sie nicht so toll finde, eure Vorschläge. Völlig normal. Aber in diesem Fall habe ich reagiert und das auch ganz schnell. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Am besten mit einem Klick auf die Glocke. Dann werdet ihr informiert, sobald hier etwas erscheint.